Aber wir müssen bald auf jeden Fall rausfinden, wo die nächsten Relikte. Ich renne mal mit denen da hoch irgendwie. So. Wir werden es auch niemals schaffen, die werden voll sterben, klar, aber vielleicht finde ich auch so einen Weg. Zum Beispiel da oben oder so. Da muss eine Basis der Protoss, nehme ich mal an. Hallo Turm. Ja, yep, hier ist eine Basis der Protoss, nehme ich mal an. Ich kann es auch noch keinem sagen. Lauft, meine Space Marines, lauft! Da oben ist er jetzt aus, oder? Wenn dieses Teil da ist. Ich nehme es mal nicht an. Wenn doch, dann hole ich es mir nicht, weil. Nee. Dann nehme ich mal an, dass es da nach rechts sein wird. Komm, erst den doch. Lass mal dahin, ich soll doch gleich runter zu meiner Lasagne gehen und die mal reinschmeißen und dann muss ich mir auf jeden Fall einen Wecker stellen. Erinnert mich bitte dran, ne? Ja, ja, ich bin voll witzig und so. Da oben wird keins sein. Ist irgendwie, nee, kann ich nicht sehen. Nö, tun sie nicht. Das erlaube ich ihnen nicht. Wenn sie kein Versiegen bekommen, dann auch vielleicht ein Achievement. Das wäre natürlich sehr schön. Kein Problem. Oder? Ah, doch, so ein kleines Problem. Ach, nur kleines Problem. Nicht, dass wir uns kaputt machen oder so. Ah, stirb! Acht Sekunden, gut, wir schaffen es. Da oben ist noch mal die Basis der Protoss, oder? Ja. Ich hoffe einfach für dieses verdammte Spiel, dass da oben nicht das dritte Relikt ist, weil sonst werde ich echt sauer. Ja, kommt her! Zwei Mann von denen meinen, sie müssten. Ich will nicht angreifen, weil er unter der Wand war. Marauder Stone, ja, stimmt ja. Gut, da haben wir es geschafft. Sollen wir wirklich jetzt schnell noch das vorletzte abbauen? Wie gesagt, um zu garantieren, dass wir es wirklich schaffen, ohne dass die eins versiegeln. Ich werde gleich versiegeln, es ist da oder so. Irgend sowas kommt gleich. Ich bräuchte mal noch eine Kaserne. Wo ich Marodeure dann hole. Worauf soll ich ballern, Sir? Freu mich schon drauf. Du rennst mal zurück. Warum nicht? Hätte ich echt vorher holen sollen. Und ihr rennt da hoch. Und verteidigt das da. Guck mal, wer da geflogen kommt. Oh, wie süß. Ich habe noch einen Goliath da. Drei Goliaths, los! Wäre nämlich unpraktisch, weil hier können nur die 5 Lufteinheiten werfen. Da klingt das Telefon schon wieder. Einen Moment bitte. Und dann war das so ein Hosentaschenanruf gerade. Gibt's doch gar nicht. In einer Aufnahme! Ich glaube, es geht los. Müssen wir schnell aufhalten, dass sie das da versiegeln.
irgendwie den Pylonen da zerstören. Na fuck, da kommen wir jetzt nicht hin. Ah, Moment, ich muss da noch reinkommen. Durchatmen. Okay, da haben wir es geschafft. Der bringt es gerade weg. Gut, dann müssen wir uns nur noch hier rum kümmern irgendwie. Nein, nicht da. Verdammt. Gott, was wolle, der muss weg. So, ich möchte aber wirklich gern dieses scheiß Relikt. Ja klar, das war jetzt gerade mies, aber okay. Muss ich mit leben. Wo ist das dritte Relikt? Ist das da? Gibt's nicht irgendwie ein Hack oder so? Map Hack? Nee, da kann es nicht sein. Dann nehme ich einfach mal an, dass es hier irgendwo sein wird. Da vielleicht. Ich keine unsichtbaren Einheiten, die das checken könnten. Na, natürlich nicht. Dürfen die mal loslaufen. In die Richtung. Wenn ich schon dahin komme. Da drin ist es nicht. Also ich hoffe mal nicht, dass es da drin ist. Basis wird angegriffen. Nö, ne? Ne, ne? Mein Goliath ist gerade da draußen. Na, meinen sie Lufteinheiten schicken zu müssen. Finde ich nicht so okay. Da können wir noch keine Einheiten rausholen. Ich greife nämlich einfach an. Au. Nicht so nett. Nein. Hundert, komm schon, komm schon, komm schon, als oben, bis die Marines rauskommen. Alter, wie die Teile auch zoppen! Ja, der wird versiegelt, da mache ich auch nichts mehr dagegen. Weiß ja gar nicht, ob es dafür ein Achievement gibt. Ich habe einfach nur gehofft. Besonders mit dem Kackschild, ey. Das ist nicht mehr normal. Komm, noch ein dran. Ich habe keinen Bock, dass das Teil kaputt geht. Ja, das wurde versiegelt. Kann's kaum noch erwarten. Ach, Eigen erschreckt. Okay, jetzt können wir auch ganz gechillt dann danach suchen, nach dem letzten Relikt. Los, los, los! Jetzt, wo wir sowieso nicht mehr den Druck haben, dass wir alle aufhalten wollen. Naja, haben wir jetzt Zeit, gechillt und so. Da habe ich ja. Ach, stimmt, da habe ich ja mittlerweile auch das da. Ganz vergessen. Durchgeladen und entsichert. Ernsthaft, die machen viel zu viel Schaden, die Großen. Ermöglicht Tore in der Fabrik. Nein, uns leider noch nicht. Das kommt erst viel, viel später. Ist ja nicht so wie in Warcraft 3, dass man jede Rasse einmal spielt, sondern hier sind es nur die Terraner-Kampagne durch. Bisschen schade, aber dafür ist sie auch relativ viel länger und es kommen ja auch die anderen Spiele dazu noch.
So, bei uns ist hier einfach eine richtig fette, dicke Armee auf und dann rennen wir da durch. Und so, und die kackletzte Forschung da ist, gibt's doch gar nicht. Oh, es geht los. Gleich knapp. Hier komm ich. Moment, ich muss meine Lasagne mit Leuten nochmal einwerfen, wie gesagt. Ich habe jetzt schon gleich 2 Stunden aufgenommen. Ich wollte eigentlich nur. Ja, einmal habe ich gedacht, 1 Stunde oder so. Bin schon bei 2. Das macht aber so viel Spaß gerade. Nicht genügend Mineralien. Kennt ihr das? Nicht genügend Mineralien. Jetzt geht's rund. Soll auch gleich mal mein Teamspeak vorbeischauen. So, und die schicken wir dann los. Die werden ja wohl reichen. Das ist jetzt keine extrem dicke Armee, aber. Mehr als sonst. Warnung. Die Kaldarin versiegeln einen Terrazin-Antrag. Damit kann ich leben. Immer mit der Ruhe. Hätte ich auch einfach mal gucken können, was für Achievements es gibt. Wir sind damit. Ich muss das Teil kaputt machen. So, und jetzt den da. Guckt euch mal an, wie viel Schaden der drücken, der dafür noch aushält. Und da steht noch eins, oh Gott. Okay, ich muss aufhören, die Goliaths jetzt zu bauen. Und zack, hat er nochmal Zeit gebaut. Weil die bringen eben nicht so viel, merke ich. Wie sie sollten. Komm ich mir wieder mal irgendwo dieses Kack-Relikt jetzt sein. Juhu! Gut. Jetzt kann ich wieder auch beenden. Jo, Mineralienmangel und so. Stehen da. Den White Ray will ich wegkommen. White Ray ist der englische Phasenleiter. Wer es nicht weiß. Und die sterben. Seht ihr, warum ich den Flow so mag? So, komm, jetzt muss ich platschen. So, der WBF und gleich 2 Goliaths noch. Moment, ich muss erstmal. Ja, genau, du reparierst erstmal den da. Es sind noch ein paar wenig, die am Abbauen sind, wa? Kanal offen. Kann's kaum noch erwarten. Gleich knallt's. Jupp, hört ihr Macht? Lass mich hier nicht. Worauf soll ich ballern, Sir? Wir versuchen es mal, komm. Warten auf die da. Schicken wir da gleich einen hinterher. Abmarschbereit. Nicht genügend Mineralien. Komm. So. Durchgeladen und entsichert. Lass die da verschließen, dann währenddessen wir uns das Teil rechts. Okay, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, wir dürfen einfach rechts hin. Geht auch. Sieht nur nicht so pro-like aus. Ne, du bleibst auch verteidigst. Ein Mann. Beste. Da ist der Beste. Wer es kennt. Master, Master. Immer noch, wer es kennt. Der hat's einfach nur drauf. Und pff, der Goliath. Oh Gott, wie kann man so. Voll spacken, ey. Tut mir leid, aber wie kann man eigentlich so blöd sein?